Was geht, meine Freunde? Willkommen zurück zu Let's Replay The Thing. Ich habe hier noch kurz gespeichert, bevor ich dann hier mit dem Bad weiter anfangen kann. So, uns wurde gezeigt, dass wir hier lang gehen müssen, aber ich muss zuerst... Oh, gucken, was hier ist. Das ist ein Schweißbrenner, denke ich. Hier ein bisschen Moni auffüllen. Kann auch nicht schaden. Okay. Wer kommt denn da? Sian. Wow. Und ich dachte, da wäre nur einer. Oder zwei, aber da kommen noch zwei. Ey, du hast mich angeschossen, ne? Sei lieber vorsichtig. Williams. Ich habe so eine Befürchtung, dass sie gleich auch im anderen Raum kommen werden. Still, ich mach das schon. Danke. Der Bereich scheint sicher. Yep, hat verkannt. Junge, ne, ich glaube, ich nehme die Schrotflinte weg. Und ich gebe dir dann die... Hier. Also okay. Langsam wird es mir richtig gefährlich, wenn ich dir die Schrotflinte gebe, okay? Ich will noch nicht sterben. Schon besser. So. Gibt's weitere? Hier. Wer kommt denn da? Wo? Ah ja. Nicht durch, Jungs. Wer weiß, wie viele von diesen Kriegern da noch kommen. Wahrscheinlich 100 oder so. 3 gegen 100 von den Dingern. So, ich brauche kurz Heilung. Schon gut, Memme. Was? Wer kommt denn da? Ich bin kein Memme. Ich brauche einfach nur Heilung, okay? Du hättest mir auch so gesagt, ich brauche Heilung. Und ich würde dann nicht sagen, Memme. Ich hab doch nicht gewarnt, die Idioten. Lass sie nicht rein. Nein, ich will nicht. Nö. Ihr bleibt hier. Ich gebe euch wieder jetzt Muni. Für alle Fälle, falls da noch was passiert. Also, dass du mir hier decken willst, ne? Okay, Lebensanzeige ist nicht im roten Bereich, aber alle sind gesund. So, ich. Okay, ich speichere mal. Auf jeden Fall weiß hier, was noch passiert. Was? Still, ich mach das schon. Wer kommt denn da? Wow! Was ist das denn für ein Vieh? Die sieht aber nicht richtig gut aus. Friss gleich! Schieß! Das bringt sie wieder auf die Seite. Boah, du Pixar. Die
Diese Viecher sind richtig... Ist nur ein Kratzer. Ja, danke. Okay, was hast du da für eine Gestik gemacht? Wie auch immer. Ich denke, wir haben die alle abgewehrt und diese Tür da, die er aufgebrochen hat, war das ein Zeichen für uns, dass wir jetzt verschwinden müssen, denn... Ich will es nicht prüfen, aber ich habe so eine Sorge, dass noch mehr kommt. Oh, da ist ein Überlebender. Warum flieht er? Und da ist etwas aufgebrochen worden, also... Yep! So, muss aber auf Distanz gehen. Ich frage mich, wer das war, aber ist auch egal. So, kurz Muni auffüllen und dann gehen wir in den weiteren Bereich oder hier vorhin gehen. Aber zuerst möchte ich gucken, was überhaupt in diesem Haus da war. Ja, Schweißbrenner und Flammenwerfer-Muni, schon was Besseres. So, in welche Richtung bist du überhaupt gelaufen? Ja. Oh, dann kommen wir in den nächsten Level, meine Freunde. Hey Junge, wo gehst du hin? Hat Angst vor uns gehört? Norweger mit Funkgerät suchen, Zugang zum Lagerhaus verschaffen. War klar. Yep, und er hat die Tür hinter sich verschlossen. Ich denke, dieser auslaufen. Yep. Moin! Tut mir leid, aber heute hast du keine Tage. Was? Wir werden nicht sterben. Wir werden hier sterben! Nein, werden wir nicht. Solange ich da bin. Sie sind überall, Mann! Was zum... Ich bin okay. Das ist nicht wahr, oder? Sag mir, es ist nicht wahr. Wir sind im Eimer. Mir geht's gut. Ja, toll, der kotzt sich ja ich an, ne? Okay. Ich bin lieber vorsichtig. Jetzt habe ich meinen Arzt verloren. Na toll. Jetzt muss ich mich mit diesem blöden Techniker hier rumschlagen. Wer weiß, was für Schwierigkeiten er mir noch anbietet. Jawohl! Will ich nicht prüfen. Ich hoffe, das explodiert nicht. Denn wenn es explodiert, dann... Wo bist du denn hin? So, ich höre richtig seltsame Schritte. Was ist da los? Oh oh, ich sehe schon. Ist das wie weg? Ich nehme den Feuerlöscher. Auf jeden Fall, was da noch etwas ist. Sieht nicht gut aus. Ich weiß. Ich mach das schon. Ja, schön, das zu hören, aber wir müssen weiter. So, Pace, komm her. Damit ich auch richtig sicher bin, dass du keiner von denen bist, will ich dich jetzt mal testen. Na gut, einverstanden. Okay, er ist nicht infiziert, also wir können ihn weiter behalten. Arschkalt hier. Meine Rede. So. So, selbst anmelden. Jetzt gehen wir weiter. Wer ist? Ist das Pierce? Dann müssen wir leider nach oben. Zugang zum Wetterstation verschaffen, alles schon. Okay. Wer kommt denn da? Wo?
Danke. Okay, wir sind hier. Station. Balloon Station. Weiß ich, was da ist. Naja, wie auch immer. So, gibt's hier etwas in den Schränken? Okay, Muni. Nichts. Nichts. Erste Hilfe. Das ist auch gut. Hallo, mach auf. Bluttestspritze. Kann ich gebrauchen, falls ich noch auf weitere Kameraden komme. Oh. Was sind wir da? Wer kommt denn da? Ja, war klar. Gut, jetzt speichere ich mal. Was ist das denn hier? Okay, irgendwie, ich hab Plan. Gewendet und gehäutet. Ja. Kann man so sagen, ja. So, ja, du hast Angst, komm weiter. Mal schauen, was hier ist. Wer kommt denn da? Ja. Was? Nicht im Ernst, oder? Pace auch. Lauf nicht ab, anzukotzen. Toll, alle meine Kameraden sterben. Ich muss das ganz wieder auf den Kampf. Junge! Ach, jetzt bin ich voller Kotze. Als Abschiedsgeschenk von dir. Ja, toll, noch einer. Dein Freund. Auf mit deiner Zunge hier weiter. Aber hör, ich hab gesagt, hör auf. Was ist das für ein Beat? Ah. Hä? Ist der immun? Boah, ich dachte schon, ne? Tja, Leute, wir sind jetzt leider Pace und Williams losgeworden. Richtig schwer anzusehen, kann ich verstehen. Was? Oh oh. Schlüssel. Ah, okay. Feuermelder kann mir auch helfen. Was ist das denn? What the? Ich weiß nicht, was ich da gerade aufgehoben habe, aber. Das scheint mir nach Munition zu sein, denke ich. So, nochmal speichern. Ich guck mal auf die Uhr. Mhm, 13 Minuten. Ja, ich denke, ich mache heute so bis 16. Mal schauen, wie es wird. Ja. Toll. Herzlich danke fürs Verstehen. Ja, ja, du kannst mich auch machen. Sag mal, könnt ihr hier aufhören, mich hier ständig so auf mich zu springen? Ich bin nicht deine Puppe. Komm her. Nein, heute ist kein Sprungtag. Nein, nicht für dich. Schon besser. Jetzt sterb endlich. Das ist für meine gefallenen Kameraden. So. Ist hier. Okay, erste Hilfe. Schon mal. Sag mal. Sind die etwa immun gegen Feuer oder was? Okay, Bluttest. Boah, da hat aber. Oh ne, nicht, oder? Das erinnert mich stark an Resident Evil 4. Also wo man da auch, nachdem man den Kameraden da verloren hat, dann alleine losziehen musste. Heute waren Leute von Gen Inc. hier, anscheinend für die Unterschiede durch. Okay. Sag mal, wie viele von diesen Kämpfen ist da? So, nochmal heilen. Wer weiß, was mich da noch erwartet. Ah, er geht automatisch.
Yep, jetzt begeben wir uns zu Pierce. Und schauen, was er für uns hat. Was zum Teufel ist passiert? Ich gehe nicht weiter. Es ist aus. Was? Ich hab's erwischt. Ich spür's. Ich kann Hilfe holen. Sie wissen verdammt genau. Es gibt hier nur eine Möglichkeit. Nein. Nein, das kann ich nicht. Sie haben keine Wahl. Ich lasse Sie hier nicht sterben. Was ist? Schaffen Sie es nicht? Pierce, das ist Wahnsinn. Mein Dad sagte immer, wenn's richtig gemacht werden soll, mach es selbst. Ich kann leider dazu nichts sagen. Ja, wahrscheinlich hat er keine Wahl, das zu tun. Jetzt haben wir nicht nur unsere beiden Kollegen verloren, sondern auch den Pierce dazu, weil er gedacht hat, er ist von diesem Ding da infiziert. Okay. Wir haben ihm gesagt, wir sollen das nicht tun, aber leider hat er nicht auf uns gehört und hat sich jetzt erschossen. Okay. Das ist bestimmt das UFO an der Ausgrabungsstelle aus dem Film. Ich frage mich, wo das ist. Naja. Gut, Leute, ich gehe jetzt speichern und wir sehen uns bei dem neuen Part von Let's Replay the Thing. Haut rein, Leute!